Ich zeige, wie Sie in Camtasia die Clipgeschwindigkeit regeln können. Mein Name ist Birmin Lehner. Ich habe hier etwas erklärt und dazwischen müssen die Zuschauer lange zusehen, wie sich hier dieser Fortschrittsbalken bewegt. Und das ist natürlich langweilig. Also dieser ganze Teil müsste ich entweder rausschneiden oder dann die Geschwindigkeit erhöhen. Das beginnt irgendwie hier vorne. So, und mit S trenne ich diesen Clip auch hier hinten bis etwa genau hier. Ebenfalls Clip markieren, S, und ich habe nun hier dieses Stück isoliert und ich sage, ich füge diesem Stück einen visuellen Effekt hinzu, visueller Effekt. Hier Clipgeschwindigkeit. Ich trage hier diese Clipgeschwindigkeit auf mein zu langsames Stück und erhöhe nun hier das Tempo auf, ich sage mal fünfmal. Enter. Natürlich wird nun das Stück auch fünfmal kleiner. Ich stelle den Rest wieder daran zurück und schaue mir das kurz an, wie das nun aussieht. Ja, jetzt geht es einfach viel schneller. Ich zeige ein weiteres Beispiel. Ich habe hier ein Intro, hier einen Mittelteil, den will ich nachher kürzen, und einen Schluss. Ich trage mal den Mittelteil an das Intro heran, den Schluss an den Mittelteil, und nun will ich die Geschwindigkeit des Mittelteils natürlich erhöhen, denn das wäre langweilig, wenn man da das Ganze sich anschauen müsste. Also, beide Spuren sind markiert. Hier auf visuelle Effekte, Clipgeschwindigkeit, ich trage das auf den mittleren Teil. Ich erhöhe die Clipgeschwindigkeit hier rechts von einmal auf fünfmal. Enter. Natürlich, es wurde wiederum fünfmal kürzer. Ich trage das Ende an den mittleren Teil heran und wenn ich mir das nun anhöre, tönt das natürlich irgendwie lustig. Jetzt kann ich aber die Tonspur löschen und ich weiß vom Trimmen her, da ist ja noch Material vorhanden und zum Beispiel das hier erweitern und ab hier, ich mache hier bei der Lautstärke einen Doppelklick und nochmals einen Punkt, ich trage nun diesen zweiten Teil, die Lautstärke ganz nach unten, dann hört man nichts mehr oder es blendet immerhin die Lautstärke aus. Das war's.